Anton Liebig, geboren 12.02.1979 in Bielefeld, wohnhaft in München, ledig Physiotherapeutin. Am 26. Februar 2007 gegen 15 Uhr schlich sich die Angeklagte auf dem Münchner MOC-Messegelände mit einem zuvor entwendeten Schlüssel in den Vorbereitungsraum ihres heimlichen Geliebten Carsten Stehr, der dort anlässlich einer Gourmet-Messe an einem Kochduell teilnehmen sollte. Sie vermengte die von ihm später benötigte Polenta mit Haselnussmehl, auf das Carsten Stehr, wie sie wusste, allergisch reagiert. Nachdem gegen 16.30 Uhr Carsten Stehr damit arglos sein Gericht vor Publikum vorbereitet hatte und dieses auch wie immer vor dem Servieren probierte, setzte augenblicklich die von der Angeklagten beabsichtigte allergische Reaktion ein. Carsten Stehrs Gesicht schwoll an. Er litt unter Atemnot und Schwindel. Die Angeklagte tat dies, weil sie erfahren hatte, dass ihr Liebhaber sie zum einen mit weiteren Geliebten betrog und zudem nie vorgehabt hatte, sich von seiner Ehefrau zu trennen. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Frau Liebig, Sie haben gehört, was die Staatsanwaltschaft Ihnen zur Last legt. Wollen Sie sich hierzu äußern? Nichts davon, was sie gerade vorgelesen hat, ist wahr. Gar nichts? Dann hatten Sie auch kein Verhältnis mit dem Herrn Stehr. Doch, schon. Wir hatten eine Beziehung. Ja, jedenfalls war es für mich eine. Dass ich für ihn lediglich eine Kerbe im Treppengeländer war, wusste ich nicht. Sie waren sich nicht im Klaren darüber, dass er verheiratet ist? Doch, natürlich. Das hat er mir ja ganz offen gesagt. Aber auch, dass seine Ehe nicht mehr ganz intakt war. Wie hat er denn genau seine ehelichen Verhältnisse dargestellt Ihnen gegenüber? Er hat mir glaubhaft versichert, dass er und seine Frau getrennt sind. Und dass er mit der Scheidung nur noch abwarten will, bis es seiner Frau psychisch besser geht. Die hat das alles angeblich ja so mitgenommen. Wie lange waren Sie und Herr Stehr denn ein Paar, wenn man das so nennen darf? Bestimmt 4 Monate. Wie haben Sie denn erfahren, dass der Herr Stehr nicht ehrlich zu Ihnen gewesen war? 2 Tage vor dem Kochduell war das. Als Andrea Wolf mich angerufen und mir alles erzählt hat, die war auch eine Geliebte von ihm. Ja, und die ist heute auch noch Zeugin hier. Ja. Ja, genau. Wann haben Sie sie denn angerufen? Das heißt, die hat Sie angerufen? Ja. Wann? 2 Tage vor der Gourmet-Messe. Mhm. Ach, ich schäme mich so, dass ich auf den Typ reingefallen bin. Aber der wusste auch genau, wie man an die Frauen rankommt. Immer die gleiche Tour. Es fing alles immer mit dieser bescheuerten Uhr an. Ich hab doch gewusst, dass Sie das sind. Dass ich es bin, weiß ich selber, aber wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, wie dumm von mir. Ich bin Silke Paul und also ich bin ein echter Fan von Ihnen. Und im Supermarkt kaufe ich mir auch immer diese Hefte mit Ihren Rezepten drin. Ach so, naja dann freut es mich, Sie kennenzulernen, Silke Paul. Oh, was für eine lustige Uhr. Die hätten Sie jetzt gar nicht sehen sollen, erwachsener Mann wie ich mit so einer Uhr. Aber wieso denn? Das ist doch sehr nett. Ja, ich habe sie von meiner kleinen Schwester bekommen. Ich habe ihr versprochen, sie immer zu tragen und ich kann unserem 10-jährigen Nesthäkchen doch nichts abschlagen. Also das ist ja der Wahnsinn. Da steht so ein toller Koch vor mir und dann ist er auch noch kinderlieb. Also wirklich. Toller Koch, naja. Ich tue, was ich kann. Aber wollen Sie mal ein Bild von meiner Schwester sehen? Ich habe immer eins dabei. Das ist meine Kleine. So darf ich sie natürlich nicht nennen. Ist das jetzt sicher? Ja. Ja, dann sage ich den beiden nachher Bescheid. Dann ist das ganze Theater auch endlich vorbei. Die ist ja sehr niedlich. Gott, Carsten, jetzt übertreiben wir es aber langsam. Hast du das Bild auch schon deiner Frau gezeigt? Oh Gott, ich bin froh, wenn wir mit denen nichts mehr zu tun haben müssen. Noch. Aber beachten Sie die gar nicht. Die ist eine Pressereferentin. Die wird dafür bezahlt, den ganzen Tag nur dummes Zeug zu reden. Ach so, natürlich. Aber kommen Sie doch mal bei mir im Restaurant vorbei. Dann können wir uns etwas in Ruhe unterhalten. Sehr gerne. Würde mich freuen. Oh, ich bin schon spät dran. Tschüss. Tschüss. Sie verstehen das vielleicht nicht, aber wenn man so wie ich eine ganze Weile alleine ist und dann so ein Mann etwas von einem möchte, ist das wie ein Sechser im Lotto. Aber ja, wie gesagt, bei allen Frauen die gleiche Tour. Die Uhr, ein romantisches Abendessen, ein Ausflug nach Paris mit Picknick vor dem Eiffelturm, Geschenke. Frau Liebig, ist Ihnen eigentlich klar, dass je mehr Sie uns über die Beziehung erzählen, umso klarer Ihr Motiv wird, weshalb Sie dieses Nussmehl unter die Polenta gemischt haben? Aber ich habe das nicht getan. Ich gebe ja zu, dass ich einen Grund dazu gehabt hätte, aber ich weiß trotzdem nicht. Wussten Sie denn von seiner Allergie gegen Haselnüsse? Nein. Nein, natürlich. Jetzt hat der Herr Stehr allerdings bei der Polizei ausgesagt, Sie hätten das mal mitbekommen.
Dann habe ich das vergessen. Er hatte eh tausend andere Wehwehchen. Frau Liebig, wer soll Ihnen das bitte schön glauben? Hören Sie zu, ich weiß, dass ein Allergieschock im schlimmsten Fall tödlich verlaufen kann. Aber warum sollte ich Carsten so etwas denn antun? Weil Sie ganz genau wussten, dass seine Allergie nicht so ausgeprägt war, dass es zu einer Lebensgefahr kommen würde. Aber Sie wollten ihn ja auch nicht nur und nicht vornehmlich, ja, gesundheitlich schädigen. Sie wollten ihn vor allem auch beruflich schädigen und ruinieren. Deswegen haben Sie sich auch diesen öffentlichen Auftritt ausgesucht für Ihre Tat. Nein, ich habe mich an Carsten gerecht, aber nicht so, wie Sie denken. Wie denn dann? Ich habe seine Frau angerufen und ihr alles erzählt, wie er sie betrügt und offenbar nicht nur mit mir. Und wann war der Anruf? Einen Tag vor dem Kochduell. Und damit war die Sache für mich dann auch erledigt. Wenn das Thema Carsten Stehr für Sie erledigt war, dann frage ich mich schon, weshalb Sie dann am 26.02. zu dieser Gourmetmesse gefahren sind, wo Herr Stehr mit Herrn Mengen dieses Kochduell haben sollte. Weil ich das Ticket dafür schon lange vorher gekauft hatte. Und als dann Schluss war mit Carsten, da wollte ich die Karte nicht verfallen lassen. Waren Sie denn bei diesem Kochduell dann irgendwann oder auch zuvor in der Nähe dieses Backstage-Bereiches, in dem ja diese Vorbereitungsräume der Köche waren? Nein, da habe ich einen großen Bogen drum gemacht. Ich wollte Carsten lieber nicht begegnen. Und warum hat dann bitte schön ein Zeuge gesagt, dass er Sie hinter der Bühne gesehen hat? Das weiß ich nicht. Vielleicht irrt er sich. Aha. Wenn Sie, wie Sie sagen, nicht in der Nähe dieses Raumes gewesen sein wollen, ja, dann frage ich mich schon, wie es sein kann, dass ausgerechnet die Spuren des Mehls, der Polenta, ja, extra aus Vincenza kommend, das Herr Stehr verwendet hat an dem Abend, in den Aufschlag Ihrer Hose gekommen ist, ja? Können Sie mir das dann mal erklären? Das ist doch Ihre Hose. Und die haben Sie doch am Tattag getragen, oder? Ja, schon, aber die habe ich auch zu Hause an. Und wenn da irgendwas draufgekommen ist, dann ist das Zufall. Carsten hat häufiger für meine kleine Tochter und mich seine ach so berühmte Polenta gekocht. Das mag ja gerne sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Mehl hier in Ihre Hose gekommen ist, als Sie eine Stunde vor diesem Kochduell dieses Mehl in die Polenta gemischt haben. Nein, und wenn Sie mich jetzt nur wegen irgendwelcher Polenta im Hosenaufschlag anklagen sollen, wollen, weiß ich wirklich nicht, was das soll. Dann will ich dazu jetzt auch nichts mehr sagen. Mal Beweisführung. Und dass Ihnen das lästig ist, ist mir schon klar. Ja, dann nehmen Sie bitte da drüben Platz und wir hören uns den ersten Zeugen an. Carsten Stehr, bitte schön, wir treten in die Beweisaufnahme hin. Herr Stehr, guten Tag. Nehmen Sie doch bitte mal hier Platz. Zunächst, Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja. Dann kommen wir zu Ihrem Personalien. Sie heißen Carsten Stehr, 32 Jahre alt, Sie wohnen in München, verheiratet, Koch von Beruf. Manch einer würde Profi oder Starkoch sagen, aber hier wird Koch reichen. Das denke ich doch auch. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten hier sind Sie nicht. Nein. Sie wissen, sie ist angeklagt, weil sie Haselnussmehl in ihren Polenta-Grieß gemischt haben soll, worauf sie allergisch reagieren. Ja, aber ob sie das jetzt war, das weiß ich auch nicht. Ich habe viele Neider. Unterfern. An diesem 26. Februar, um den es geht, da fand ja so ein Kochduell statt, an dem Sie teilgenommen. Vielleicht erklären Sie das überhaupt mal kurz, was das genau ist, worum es dabei geht. Ja, also ein Küchengerätehersteller hat das Ganze ins Leben gerufen. Die brauchten einen neuen Werbeträger. Und gut, der Herr Mengen und ich in letzter Zeit zu einem gewissen Bekanntheitsgrad gekommen sind, sollte es einer von uns werden. Das heißt, es war also ein richtiger Wettkampf, bei dem es sowas ging? War ein richtiger Wettkampf. Ja, also nicht ein Showkampf oder sowas. Nein, nein. Und der Herr Mengen war bei diesem Wettstreit Ihr Gegner? Ja. Also wir sollten beide kochen dort und die Jury sollte dann entscheiden, wer von uns beiden der Bessere ist. Die Zutaten für dieses Menü, wo haben Sie die aufbewahrt? Der hatten wir in einem kleinen Nebenraum, den die Messeleitung uns zur Verfügung gestellt hat. Und wer hatte Zugang zu diesem Raum? Nur ich und die Pressereferentin Andrea Wolf. Sonst niemand? Nein. Jetzt gehe ich einfach mal aus, dass ein Koch bei so einer Veranstaltung die Qualität, Zusammensetzung seiner Zutaten, vor es wirklich losgeht, noch mal kontrolliert, oder? Selbstverständlich, habe ich auch getan. Und wann haben Sie es gemacht? Das war morgens gegen 11 Uhr. Da habe ich die Zutaten abgemessen, in kleine Schälchen gemacht und das Polentamehl sah da noch einwandfrei aus. Und aus dem Vorbereitungsraum, wann haben Sie dann Ihre Zutaten auf die Bühne gebracht? Das muss so kurz gegen 4, ja, das war kurz gegen 4. Das sah aber immer noch alles unverdächtig aus, also mir ist nichts aufgefallen. Hat denn trotz alledem irgendjemand gewusst, was Sie da kochen werden? Nein, was ich koche, wusste niemand. Gar niemand? Na ja, gut, meine Frau und... Ja gut, Katrin habe ich es auch mal erzählt. Hätte denn jemand die Gelegenheit, die Möglichkeit gehabt, dieses Haselnussmehl zuzumischen, während Sie da auf der Bühne waren? Nein, vor dem ganzen Publikum unmöglich. Dann kommen wir doch mal zum zweiten Gang. Das war diese Weintraubenpolenta. Die haben Sie dann vorgekostet, bevor Sie sie serviert haben. Ja, und mir hat sofort, ich habe Atemnot gekriegt, mein Hals hat sich zugeschnürt. Mein Gesicht ist angeschwollen, ich musste wahnsinnig stark husten, mir wurde schlecht und ich bin dann umgekippt. Wusste die Angeklagte von ihrer Allergie? Ja, ja, sie wusste das. Sie war sogar schon mal dabei, als mir das schon mal passiert ist. Wann denn? Damals in Wien, als wir im Havelka waren. Da habe ich einen Apfelstrudel gegessen
Und da hatte ich genau die gleichen Symptome. Ja, ich dachte, da hättest du dich nur verschluckt und etwas übertrieben. Übertrieben? Du hast mich zum Arzt gefahren und der Arzt hat dir sogar noch gesagt, dass ich am nächsten Tag immer noch ähnliche Symptome hätte, dass es mir immer noch schlecht gehen würde, weil ich eben auf die Haselnüsse eine allergische Reaktion hatte. Ja, für mich war das alles nur Theater. Ach. Hat denn von ihrer Allergie sonst noch jemand gewusst? Ja, meine Frau. Ja, und noch jemand anders, ne? Wahrscheinlich. Der Konkurrent, Herr Mengen. Mag sein, dass ich ihm das irgendwann mal erzählt habe, aber der hat sowieso ein Problem mit mir, dieser Provinzkoch. Jetzt geht's aber um die Angeklagte. Hat die denn den Grund gehabt, Ihnen was Böses zu wollen? Ja, sie wollte mir geschäftlich schaden. Und fast ist es dir auch gelungen. Ach, Carsten, ich war das nicht. Ich habe Ihnen hier mal was kopiert. Ich werde Ihnen das mal nach vorne bringen. Können Sie sich das mal anschauen? Das sind Zeitungsausschnitte. Da können Sie mal sehen, wie mir das geschäftlich geschadet hat. Also, ich lese das mal vor. Da heißt, ist Spitzenkoch Carsten Stehr am Ende. Und da ist noch ein Artikel. Spitzenkoch bleibt eigenes Essen im Hals stecken. Gut, setz dich doch bitte wieder. Also, das heißt, sie hatten negative Presse. Natürlich. Das kann man wohl sagen. Also, wenn du das warst, dann war deine Aktion ja wirklich ein voller Erfolg. Seitdem sind mir ca. 20% der Gäste ausgeblieben in meinem Restaurant. Ja, und jetzt ist immer noch die Frage, warum hat es einen Grund gehabt? Naja, was soll ich sagen? Ich war vielleicht nicht immer so monogam. Hat es denn zwischen Ihnen und der Angeklagten deswegen Streit gegeben? Ja, es hat eben deswegen Streit gegeben. Weil sie das mitbekommen hat, oder wie? Dass sie nicht so monogam sind, richtig, wie sie es nennen. Wann denn? Ja, es muss sie wohl, diese Pressereferentin Andrea Wolf, von denen ich Ihnen erzählt habe, muss sie angerufen haben, wohl 2 Tage vorher. Ja, und dann haben die Damen ein bisschen gequatscht und... Also ich gehe mal davon aus, die Frau Wolf wusste darüber Bescheid, ja, weil sie auch mal Teil ihres nicht monogamen Lebens war, oder wie? Mit ihr hatte ich auch mal kurz eine Affäre. Okay. Und also da meinen Sie, die beiden Damen haben sich da gut verstanden, weil sie eigentlich beide dasselbe Problem hatten und haben sich vielleicht ein bisschen hochgeschaukelt, oder? Ja, es hat sich hochgeschaukelt und sie ist halt total ausgeflippt darauf. Aber nur kurz und ich hatte auch einen Grund dazu. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast mich gleich zu dir zitiert und einen riesen Aufstand gemacht. Wir hätten das auch in Ruhe klären können. Nach allem, was du mit mir gemacht hast. Was hab ich denn bitte mit dir gemacht? Du hast mich von vorne bis hinten nur belogen. Ich hab dir einfach das erzählt, was du hören wolltest. Und wenn du es ehrlich mal betrachtest, dann warst du auch glücklich, oder? Als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn nie wiedersehen will, ist er sofort vor mir auf die Knie gefallen und hat gesagt, dass er nur mich liebt. Tja. Und dann hast du auch noch gesagt, dass Andrea die Beziehung mit dir nur erfunden hat, um uns beide auseinanderzubringen. Mein Gott, irgendwas muss dich doch erzählen, dass du dich beruhigst, oder? Und ich, Vollidiot, hab ihm auch noch geglaubt. Tja, und wenn Frau Liebig ihn angeblich verziehen hatte, wieso soll sie dann die ganze Veranstaltung sabotieren? Sie hat wohl meine Mutter angerufen. Ja, ich wusste ja auch nicht mehr, wem ich noch glauben soll, ihm oder Andrea. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag zu Andrea nach Hause gefahren und habe sie konkret gefragt, ob sie mich belogen hat. Und was war die Antwort? Ja, sie hat mich ausgelacht und gesagt, mich gefragt, wie ich so blöd sein kann und auf sein Gesülze reinfallen kann. Und dann hat sie mir auch noch gesagt, dass sie mir beweisen wird, wer der Schwindler ist. Und wie? Ja, das Erste, was er uns beiden von sich erzählt hat, war die Geschichte mit der Uhr. Und dass er seine kleine Schwester so gerne hat, die ihm die Uhr geschenkt hat. Und also haben wir dann seine Mutter angerufen und erfahren, dass er überhaupt keine Geschwister hat. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich kann mir das ausgesprochen gut vorstellen, ja. Und ich sage Ihnen jetzt auch mal, wie ich das Ganze sehe. Sie waren doch regelrecht Herrn Stehr verfallen. Und als Sie von dieser Frau erfahren haben, ja, dass er es mit Ihnen gar nicht ernst meint und dass alles einfach nur eine riesengroße rosa Seifenblase war, ja, da haben Sie sich geschworen, sich an ihm zu rächen. Nein, verdammt! Warum wollen Sie das nicht verstehen? Stehr hat vorhin selbst gesagt, dass niemand Zugang zu den Zutaten hatte. Wie sollte meine Mandantin da überhaupt reinkommen? Ja, außer der Pressereferentin Andrea Wolf, deren Name ja heute schon des Öfteren gefallen ist und die für den Tag des Kochduells ihren Schlüssel als vermisst erklärt hat. Und? Naja, die Angeklagte hat doch selber vorhin gesagt, dass sie einen Tag vor dem Kochduell Frau Wolf aufgesucht hat. Und ich frage mich ehrlich gesagt schon, wozu, wenn nicht dazu, ihr den Schlüssel zu entwenden? Das habe ich nicht getan. Gibt es denn noch Fragen an den Zeugen hier? Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Der Zeuge Ludwig Mengen, bitte schön. Der Zeuge bleibt unvereinigt. Herr Mengen, guten Tag. Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz.
Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Ludwig Mengen, Sie sind 43 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind verheiratet, von Beruf Koch und Sie sind weder verwandt noch verschwägert mit der Angeklagten hier. Stimmt. Herr Mengen, Sie wissen, was der Angeklagten vorgeworfen wird? Sie soll Haselnussmehl in den Polenta-Grieß des Zeugen Stehr gemischt haben. Sie waren ja dann dabei, als der Herr Stehr zusammengebrochen ist. Ja, ja, das ist alles sehr unschön. Unschön. Sagen Sie das jetzt, weil Sie das waren? Pardon? Wenn Sie das waren, dann sagen Sie es lieber gleich. Ja, was soll denn das jetzt hier? Ich gedacht, ich muss hier eine Aussage machen und darüber, was ich beobachtet habe. Genau, darum geht's. Deswegen sind Sie hier, ja. Ja, und dann wäre ich gleich so angegriffen? Ich weiß auch nicht, warum plötzlich der Steher so intensiv hier reagiert, so allergisch. Der Herr schon immer ein Problem mit mir gehabt hat hier, Provinzkoch. Warum sollte ich ein Problem haben? Oder eventuell auch neidisch sein auf Ihren Fast-Food-Fraß, den Sie kochen können? Lächerlich. Hören Sie mal, was ich koche, ist eine leichte, stylische Küche. Nicht so ein Provinzgebrutzel wie von Ihnen, ja? Also vielleicht klären Sie Ihre Differenzen lieber am Herd, also wie echte beide, Männer. Die beiden Herren hier. Wir werden heute hier nicht klären, wir wollen es auch gar nicht hier klären, wer von Ihnen besser kochen kann. Wenn Sie Wert darauf legen, dass wir uns dann ein Urteil bilden, laden Sie uns einfach mal zum Essen ein. Dürfen wir aber schon gar nicht annehmen. Jetzt aber Spaß beiseite, es geht um den 26. Februar. Da haben Sie auch an diesem Kochduell teilgenommen. Und der Vorbereitungsraum für Ihre Zutaten, der war ja neben dem Vorbereitungsraum des Herrn Stehr. Ja. Und da haben Sie an dem Tag eine Beobachtung gemacht, haben Sie richtig bei der Polizei gesagt. Erzählen Sie das doch bitte mal. Und zwar, ich hatte gerade meine Zutaten kontrolliert und auch noch mal geprüft. Und dann sah ich gegenüber diese Frau hier aus dem Herrn Steersheim Zimmer rauskommen. Und sie kam raus, schloss die Tür hinter sich, sperrte die Tür ab und ist dann Richtung Ausgang gelaufen. Sie sperrte die Tür ab, das heißt, Sie haben gesehen, dass die Angeklagte einen Schlüssel hatte? Ja, ja, sie hatte die Tür abgesperrt. Wissen Sie noch, wie spät es war, als Sie da die Angeklagte gesehen haben? Ja, es war an dem Tag recht hektisch und ich denke, es war so gegen 15 Uhr, vielleicht ein bisschen später. Mhm. Ja. Wieso sind Sie eigentlich so sicher, dass es sich bei der Frau, die Sie gesehen haben, um meine Mandantin gehandelt hat? Ich meine, ja, die kannten Sie doch gar nicht. Doch, ich bin mir schon sicher, weil ich meine, die Dame ist sehr attraktiv und man erinnert sich dann natürlich dann schon gern, wenn man mal eine attraktive Dame sieht. Aber das kann nicht sein. Vielleicht irren Sie sich. Bitte überlegen Sie doch noch mal. Ich glaube gar nicht, dass Sie sich unbedingt geirrt haben. Ach, danke, Herr Verteidiger. Ich glaube eher, dass Sie hier ganz bewusst lügen. Hey, aber bitte, ja, was? Ja, Grund genug dafür haben Sie ja, ne? Überhaupt nicht, gar nichts. Naja, also das Kochduell, das hatte ja nicht nur den Sieger irgendwie als Ziel, sondern hinterher sollte ja noch ein Werbevertrag für den Sieger von einem großen, namhaften Küchenhersteller winken. Okay. Ne? Finanzieller Vorteil. Ne? Ja. Eigene Produktpalette war sogar angekündigt für den Sieger, mit dem Konterfei dann drauf. Ne? Publicity ohne Ende und das beim eigenen Restaurant. Gut, okay, ich meine, das ist richtig, aber es ist doch gar kein Grund, dass ich dem Herrn Steher hier was antue. Also da habe ich gar keinen Grund dazu, weil, ich meine, dazu kenne ich meine Künste auch zu gut. Und also eine Menge Geld wäre für mich Grund genug. Ne? Ich meine, wie Sie sich beide hier bekakeln, aha, das haben wir ja schon beim Reinkommen gesehen. Bei dem Wettbewerb ist sowas ja auch schon vorgekommen. Ne? Gar nicht, wüsste ich jetzt nicht. Da weiß ich aber was anderes. Ja. Was meinen Sie jetzt da? Er ist voll ausgeflippt hier, der Mengen, der feine Herr. Ach, Quatsch, stimmt doch gar nicht. Ja, also was jetzt? Also war gar nichts. Also ich helfe Ihnen dann vielleicht mal ein bisschen auf die Sprünge. Gab's da irgendeine Unstimmigkeit? Knoblauchspray gegangen sein. Erinnert sich jemand? Ja, ich benutze das Knoblauchspray ab und zu. Ich nehme das so am Ende, um dem Fleisch noch so eine kleine, feine Note zu geben. Ja, künstliches Aroma. Ja, ja, toll. Bitte. Ich meine, jemand, der es nötig hat und nicht mit dem richtigen oder mit echten Knoblauch umgehen kann, ja, der muss natürlich sowas nehmen und dann vielleicht auch noch so und das eigene Gericht dann auch noch ein bisschen verschönen, ja, um den Geschmack dann zu verfälschen. Was hat es jetzt mit diesem Knoblauchspray auf sich? Ja, also der Herr Steher, der war der Meinung, dass er mit dem Quatsch hier in meine Richtung sprühen musste. Und ja, ich hatte natürlich dann Angst, dass er hier mein Gericht verdirbt. Und ich hatte also gerade noch mein Krebsfleisch wieder retten können davon, weil ich weiß ja Gott sei Dank, wie sowas geht. Ja. Ja, aber wütend waren Sie trotzdem, nicht? Ja, vielleicht ein bisschen ungehalten in dem Moment. Herr Verteidiger, wie auch immer Herr Mengen sich gefühlt haben mag, er hatte auf der Bühne überhaupt keine Möglichkeit, sich an den Zutaten von Herrn Stehr zu vergreifen. Naja, aber der Vorfall, der war ja nun noch nicht alles. Dann gab es ja noch was mit dem Krebsfleisch. Flusskrebse wurden geliefert und waren danach für Sie unbrauchbar. Ja, okay, die Flusskrebse sind geliefert worden, die Ladung, die war verdorben. Und wieso?
dass die Kühlbox wohl ausgefallen ist in der Messehalle. Ja, und dafür war dann Ihrer Meinung nach natürlich Herr Stehr verantwortlich. Mein Gott, der Stecker war draußen, mehr nicht. Das kann in so einem Tohuwabohu immer mal passieren. Das weiß er aber auch ganz genau. Wissen Sie das auch? Ja, ja. Ja, ja, also. Aber Sie haben es ja trotzdem für Absicht gehalten, ne? So ein Unsinn. Unsinn. Also ich habe mal Ihre Rezepte hier. Beispielsweise beim Nachtisch Nuss-Nougat-Creme. Da benutzen Sie ja, zumindest nach dem, was Sie angegeben haben, 100 Gramm Haselnussmehl. War ja vorhanden. Ja, ja, ich hatte Haselnussmehl, aber ich hatte da nur ganz wenig gebraucht und auch nur ein paar Gramm. Und ich weiß ja auch noch gar nicht, was Sie damit meinen wollen. Warum sollte ich ihm was antun? Ja, und dann ist ja auch so, ich wusste ja auch gar nicht, was er kocht. Ja, was hätte das für einen Unterschied gemacht? Ja, das hat schon einen Unterschied gemacht, weil so ein Haselnussmehl, wenn Sie das irgendwo untermengen wollen, ja, das sehen Sie dann schon, ja. Aber in dieser Polenta in dem Teig, da hat man es halt nicht gesehen. Tja, da haben Sie einfach mal Glück gehabt, würde ich sagen. Das Glück gehabt, also Quatsch. Kriegen Sie sich nicht auf, Herr Mengen. Der Herr Verteidiger ist ja nicht der Erste, der auf die Idee kommt, an die Haselnussmehl zu denken. Ja, das hat die Polizei nämlich auch getan und sie hat es isotopisch untersucht und dabei festgestellt, dass Ihr Mehl eine ganz andere Herkunft hat als das in der Polenta. Das sehen Sie. Ihres kommt aus Italien und das andere aus der Türkei. Richtig, weil ich benutze hier immer dieses Sicilia. Das ist ein spezielles Mehl ist das hier und es gibt halt dann noch mal was Besonderes auch in dem Gericht. Und das hält Sie jetzt genau davon ab, dann türkisches Mehl zu kaufen, womit Sie dann die Veranstaltung sabotieren können, oder wie? Quatsch. Ja, niemals. Ganz genau, das denke ich auch. Quatsch. Aber wie hätte denn bitte schön Herr Mengen bei all den Sicherheitsvorkehrungen das machen sollen? Ja, ich meine, ich weiß auch gar nicht diesen Vorwurf, da, den Sie mir da machen, weil ich habe ja gar nicht gewusst, gegen was der Herr Stehr hier allergisch ist und dass ich ihm da was hätte antun wollen. Selbst wenn ich es gewusst hätte, besteht überhaupt gar kein Grund hier bei so einem Kochduell jemandem persönlichen Leid zuzufügen. Also zu ersterem sage ich mal, das glaube ich Ihnen nicht. Und zu zweiterem kann ich Ihnen sagen, Sie beide stehen unter permanentem Konkurrenzdruck. Ne? Und diese kleine Finanzspritze, die aus dem Kochwettbewerb dann hervorgeht, die hätte Ihnen ja auch ganz gut getan. Der Herr Stehr hat ja auch direkt vor Ihrer Haustür, würde ich sagen, in Ihrer Nachbarschaft von Ihrem Restaurant auch ein eigenes Restaurant eröffnet. Und die Leute sind von Ihnen abgewandert. Ne? Das Geld blieb weg, die Gäste blieben weg und sogar die Geldgeber haben sich langsam verflüchtigt. Wer hätte denn noch einen besseren Grund als Sie, um ihm finanziell zu schaden, beruflich? Und es ist Ihnen ja auch gelungen, nicht? Quatsch. Doch, natürlich. Die ganze Sache, der hat Herrn Stehrs Restaurant doch geschadet. Ist ja auch gar kein Wunder. Die renommierten Gäste und die Stammgäste, die bleiben weg. Nicht? Wenn dem Chef sprichwörtlich das eigene Essen im Hals stecken bleibt. Ich mir auch überlegen, ob ich da nochmal hingehe. Also, Sie sind sonst so auch weggeblieben mit seiner Kochkunst. Ja, vielleicht können wir das jetzt mal klären. Wer hat denn jetzt eigentlich diesen Werbevertrag bekommen? Ja, noch keiner. Das Ganze ist abgebrochen worden natürlich, aber das müsste eigentlich, ja, eigentlich müsste das Andrea Wolf, die Pressereferentin, müsste das ja wissen. Ja, dann frage ich diese das einfach noch mal. Ja, genau, die müsste es wissen. Die ist ja die Assistentin. Ja, habe ich auch als Zeugen gleich geladen. Ja. Noch Fragen an Herrn Mengen? Keine Frage. Andrea Wolf, bitte schön. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Sie dürfen bitte hinten Platz nehmen. Okay.